Vielen Dank und herzlich willkommen zu diesem ZAPP-Spezial. Zu schön, um wahr zu sein, Lehren aus Lovemobil. Eine ZAPP-Spezialsendung um 21:15, das hat es noch nicht gegeben. Das machen wir heute Abend, weil es um etwas geht. Etwas Wichtiges. Nämlich darum, was Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer von dem erwarten können, was wir Ihnen zeigen. Was darf ein Dokumentarfilm? Wann sollten wir kennzeichnen, was inszeniert ist und was nicht? Und wo fängt das überhaupt an? Anlass dafür ist Lovemobil. Das ist ein Dokumentarfilm, den der NDR zum ersten Mal im Dezember und dann jetzt noch mal Anfang März gesendet hat, mitfinanziert und redaktionell begleitet hat. Ein starker Film, mehrfach ausgezeichnet. Aber er steht derzeit nicht mehr in der Mediathek, weil nicht nur die NDR-Redaktion, sondern auch Menschen, die im Film vorkommen, sich getäuscht sehen. Denn NDR-Kolleginnen aus der Redaktion Steuerung F haben herausgefunden, dieser Film ist in vielerlei Hinsicht nicht so echt, wie er vorgibt zu sein. Was daraus folgt, das diskutiere ich jetzt mit Susanne Binninger, selbst Dokumentarfilmerin. Sie lehrt auch Dokumentarfilm und ist Vorsitzende der AG DOC, dem Verband von Dokumentarfilmern in Deutschland. Mit Stefan Lambi, für seine Dokumentationen bekannt, zum Beispiel Im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Er arbeitet auch immer wieder für den NDR. Und mit Anja Reschke, der Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation im NDR, die den Film beauftragt hat und sich von der Autorin getäuscht fühlt. Wir sind übrigens alle, bevor wir gemeinsam diese Studie hier betreten haben, negativ auf Corona getestet worden. Aber damit Sie sich jetzt ein Bild machen können, starten wir mit Eindrücken aus dem Film und einer Einordnung der Realität von Lovemobil. Dieser Dokumentarfilm galt als spektakulär. Lovemobil. Preisgekrönt, nah dran an der Prostitution, ästhetisch stark ins Bild gesetzt. This bus is your place. What you make out of it is your business. Lovemobil zeigt den harten Alltag von Prostituierten, die in abgelegenen Wohnmobilen bei Gifhorn arbeiten. I just want throw pack and I'll give you 100. Okay. Doch vergangene Woche sorgte dieser Film für Aufregung. Recherchen von Steuerung F haben enthüllt, fast nichts an diesem Film ist echt. NDR distanziert sich vom Dokumentarfilm Lovemobil. Preisgekrönte Dokumentation über Sexarbeit gefälscht. Der Fall Lovemobil erschüttert die Doku-Branche. Die meisten Szenen nicht echt. Diese Frau und fast alle anderen DarstellerInnen. Wie kam das ans Licht? Steuerung F, ein Funkformat des NDR, hat einen Hinweis erhalten. Die Informantin Irem Schwarz. Sie hat mit der Regisseurin Elke Lehrenkraus Teile von Lovemobil geschnitten. Eine Szene machte sie skeptisch. Da ist das Team in einer Bar. Da wird dann der Zuhälter interviewt. Und es geht darum, dass Elke von ihm etwas über einen Mord wissen möchte. Was willst du denn da wissen? Und er antwortet nicht so richtig darauf. Und dann gibt es den Moment, wo sie dann sagt, naja, du kannst ja auch einen Mord erfinden. Sinngemäß, wir brauchen etwas für den Film. Und im Film sieht das dann so aus. Da ist so ein blöder Kunde, der ist da auf eine Prostituierte losgegangen. Ne? Und jetzt war es. Das STRG-F-Team findet Menschen aus dem Film. Eine davon, Uschi, hier links. Sie vermietet Lovemobile an Prostituierte. Everything okay? Ist sie echt? Sind diese Szenen echt? Wie viel Uschi Original steckt in diesem Dokumentarfilm? Eigentlich alles. Alles. Auch, ich hatte auch bei ihr nicht das Gefühl, dass ich jetzt da irgendwas darstellen soll, was ich nicht bin. Weil das hätte ich auch nicht gemacht. Die Regisseurin wollte vor allem mit den Prostituierten selbst drehen. Doch da gab es Probleme. Von meinen Frauen hat sich halt eben auch keine filmen lassen. Das wollten die nicht. Und wenn die das nicht wollen, dann müssen wir das akzeptieren. Und weil die das nicht wollten, wird sie wohl gesagt haben, ich gucke und ich find jemanden, der das macht. So einfach ist es. Uschi, das wissen wir heute, ist vielleicht die einzige echte Person in Lovemobil.
Doch die Szenen, in denen sie mit anderen zu sehen ist, sind gestellt. Auch die Szenen mit Heiko, nicht echt. Im Film wirkt es so, als sei er ein Zuhälter. Melina, was war denn gestern Abend los? Ein Kunde hat sich beschwert. Ha! Weißt du, wie stinker war und wie eklig? Wie eklig, stinkig. Bei mir läuft gar nichts. Ich komme hier jeden Tag arbeiten. Läuft schlecht bei mir. Ja, da musst du dich mir anbieten. Was an dieser Szene war echt? Gar nichts. Gab es ein Drehbuch? Wie kam diese Szene zustande? Wir haben alles ohne Drehbuch gemacht. Nach Vorsorge von Frau Elke Lehrengroß. Wie kam diese Szene zustande? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Sie hatte mich einen Tag vorher angerufen, in der Nacht hat sie mich angerufen, ob ich am nächsten Tag mit Milena eine Szene drehen könnte. Eine Streitszene. Heiko sagt, er dachte, alles sei ein Spielfilm. Ich sollte Barbesitzer spielen und halt den Zuhälter für die Leute. Mädchen. Nur ganz kurz, und was waren Sie im echten Leben? Ich? Hausmeister. Jetzt denkt ja die ganze Welt, Sie sind der Zuhälter für Milena aus Gifhorn. Mhm. Wie ist das jetzt für Sie? Ja, unangenehm, ne? Ich fühle mich da so ein bisschen hintergangen und verarscht. Das ist nicht real und ich finde das nicht in Ordnung. Warum hat die Regisseurin das nicht offengelegt? Der NDR forderte Elke Lehrenkraus auf, einen Fragenkatalog zu beantworten. Sie räumte ein, große Teile des Films seien nachgestellt und mit Darstellerinnen gedreht worden. Die Frau, die Rita spielt, ist selbst im wahren Leben keine Prostituierte. Das würde ich sagen, dass sie das nicht ist. Auch Milena habe nie in einem Laufmobil als Prostituierte gearbeitet. Wie immer? Ja. Und Freier wie dieser, Bekannte. Ich habe versäumt, diese Momente zu kennzeichnen, da ich auch unter einem großen Druck stand, diesen Film fertigzustellen und ich auch sehr sicher bin, dass wenn ich es mit der Redaktion so besprochen hätte, dass dieser Film mir auch weggenommen worden wäre. Da bin ich mir relativ sicher, weil ich weiß, dass Mischformen nicht so gern gesehen werden. Bereust du das jetzt? Ich habe es die ganze Zeit bereut. Ich hätte so gerne diese wahnsinnig anregenden Diskussionen geführt und irgendwie ging es nicht. Ich habe einfach den Punkt verpasst. Der NDR hat diesen Film mitproduziert. Das heißt Geld gegeben, die Entstehung begleitet und den Film abgenommen. Welche Verantwortung hat die zuständige Redaktion? Warum ist keinem aufgefallen, dass an Laufmobil fast nichts echt ist? Die Autorin hat mir gegenüber nie klar gemacht, dass es sich hier um einen Film handelt, der fiktionale Elemente hat, der Darstellerin austauscht, der Szenen nachspielt. Das hat sie mir nie transparent gemacht. Also hat die Redaktion alles richtig gemacht? Die Frage, die ich mir bis heute stelle, ist immer, wann hätte ich was merken können und müssen? Und das ist eine Frage, die mich auch weiterhin immer beschäftigen wird und jetzt auch in jeder Abnahme begleitet. Die begleitet mich ja eh schon. Aber wo hätte es den Anfangsverdacht geben müssen, frage ich mich immer. Ich habe den Film erst gesehen, als ich schon erfahren hatte, dass es sich um DarstellerInnen handelt. Und ich habe es nicht geschafft, mich zurückzuversetzen. Diese Unwissenheit hätte ich da, wie viel Inszenierung hätte ich bemerkt, das ist mir leider nicht gelungen. Frau Binninger, wie war es denn bei Ihnen? Wann haben Sie den Film gesehen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen auf dem Dogfest München. Da hatte er Premiere und war noch annonciert als Dokumentarfilm. Ich habe ihn erst als Dokumentarfilm gesehen, aber relativ schnell dann mir gedacht, okay, das ist inszeniert. Also man merkt das, oder ist es zumindest in Teilen inszeniert oder zumindest arrangiert. Also man merkt das an Kameraeinstellungen. Man merkt das, wenn eine Kameraauflösung spielfilmhaft vorhanden ist, die in Schuss gegen Schuss auflöst zum Beispiel. Man merkt das an dieser ungeheuren Verdichtung und man merkt das auch an der hohen ästhetischen Qualität. Also jemand, der weiß, wie Dokumentarfilme entstehen, die beobachten, weiß, dass das so nicht herstellbar ist. Aber wenn Sie das damals gesehen haben, war die Inszenierung in dem Dokumentarfilm erstmal kein Problem? Oder wie haben Sie das damals gesehen? Also
diese, sagen wir mal, diese Verfahren, die Inszenierungen benutzen, die Arrangements benutzen, die Reenactments benutzen, die sind ja bekannt und die werden in der Branche diskutiert und auch über diesen Film wurde diskutiert. Also wenn ich mit Kolleginnen über diesen Film gesprochen habe, dann haben wir ihn so gelesen, dass da inszenatorische Elemente drin sind. Die sind lauter, aber sie sind nicht lauter, wenn sie nicht gekennzeichnet werden. Und hier haben wir halt den Fall, dass jetzt durch diese Enthüllung quasi das Ausmaß der Inszenierung deutlich wurde. Und das Ausmaß der Inszenierung ist natürlich ein gravierendes Problem. Aber für Sie hätte auch schon, ohne dass sicher ist, dass es sich um Darsteller handelt, die Inszenierung ausgereicht, dass Sie gesagt hätten, das hätte man auch kenntlich machen müssen? Ich will Sie nur richtig verstehen. Also diese hybriden Formen, so nennt man sie ja, in denen Dokumentarisches und Inszeniertes ineinander übergehen, die sind ein Subgenre des dokumentarischen Filmschaffens. Die gibt es überall. Jetzt aktuell ist einer dieser Filme im Rennen um den Oscar. The Mole Agent. Also es ist ein Genre im dokumentarischen Film. Und ist es da ausgezeichnet? Nein. Mhm. Aber anders als bei diesem Film gibt es zum Beispiel dort wurde, also mir wurde berichtet, auf dem Sundance Festival hat die Regisseurin ganz offen darüber gesprochen, dass die Hauptfigur gecastet ist. Das heißt, da gibt es einen transparenteren Umgang damit. Andererseits wurde bei Doc Leipzig The Wodka Factory ausgezeichnet, auch ein durchinszenierter Film. Da gab es keine Kennzeichnung. Also für Sie war das inszenatorisch offensichtlich. Es ist eine offene Frage, wie damit umzugehen ist. Und ich glaube, das ist eine der Fragen, die wir heute diskutieren sollen. Herr Lambi, wie ging es Ihnen? Wann haben Sie denn den Film gesehen? Vor gut einer Woche, als ich darauf hingewiesen wurde, dass es da einen Film gibt, der offenkundig in weiten Teilen getäuscht wurde, habe mir den Film dann angeschaut, wie gesagt, mit dem Wissen um den Vorgang und dachte, ein guter Film. Tolle Darstellerin, tolles Licht, tolle Kamera, ein guter Spielfilm, aber eben kein Dokumentarfilm. Aber ich will kein Klugscheißer sein. Ich habe ja eben gesagt, ich habe das alles gesehen und es ist mir aufgefallen mit dem Wissen. Insofern hatte ich keinen ganz neutralen Blick. Anja Reschke, ich duze Anja, weil wir uns lange kennen, unter anderem, weil wir gemeinsam bei ZAPP gearbeitet haben. Aber mich würde natürlich interessieren, in welchem Stadium du den Film gesehen hast. Ich habe den Film ganz normal als Zuschauerin, als er im Fernsehen lief, angeguckt. So wie viele andere 100.000 Zuschauer oder zehntausende Zuschauer auch. Und jetzt kann man sagen, okay, Mensch, Anja, du bist ja vielleicht naiv. Aber ich mache ja auch schon nicht erst seit gestern Fernsehen. Also ein bisschen Ahnung von Kameraführung und Licht und Gegenlicht habe ich auch. Und habe auch schon selber viele Filme gemacht. Und ich war beeindruckt. Mich hat dieser Film gepackt. Ich fand ihn total stark. Ich habe gedacht, irre, wie furchtbar dieses Schicksal dieser Frauen ist. Ich war berührt von dem Schicksal dieser Frauen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel nicht so gewundert, was sich ja viele gewundert haben, dass Freier da zu sehen sind. Weil ich weiß, dass ich vor Jahren schon mal, hatten wir einen Film über Sexarbeiterinnen in Deutschland, Sex Made in Germany, da hat man auch Freier gesehen, auch Prostituierte, auch Zwangsprostituierte, auch unverpixelt. So, deswegen fand ich das jetzt nicht völlig außergewöhnlich, dass man das schafft. Ich kenne auch ästhetische Bilder. Ich kenne die übrigens auch ganz normal aus Informationsfernsehen, weil inzwischen ja Kameras ganz anders aufzeichnen können, als es noch früher war. Also ich kenne VJs, die mit Vollformatkameras und Chips losgehen und es sieht top aus und das sind ganz normale Dokus oder ganz normale Beiträge. Das heißt, ich bin ganz ehrlich 0,0 auf die Idee gekommen, dass das falsch ist oder dass das inszeniert ist. Dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Regisseurin sicher sagt, hey, redet doch mal darüber, ja? Oder wollt ihr euch darüber unterhalten? Oder jetzt fahren wir mal im Auto dahin. Das ist ja ein normales Geschäft. Aber ich wäre in meinem ganzen Leben, und das finde ich das Entscheidende, niemals darauf gekommen, dass diese beiden Frauen nicht echt sind. Nie. Und wo liegt für dich das Hauptproblem? In der Inszenierung oder bei den Darstellerinnen? Naja, also natürlich, und da hoffe ich, spreche ich für das Publikum, weil dem bin ich verpflichtet, dass ich, wenn ich etwas sehe, was mir als dokumentarisch verkauft wird, ich glaube, dass das echt ist. Und da geht es jetzt nicht darum, ob man jetzt einmal sagt, man filmt es jetzt noch mal abends, weil es dann schöner aussieht, sondern es geht darum, dass ich glaube, dass dieses Bild, was ich da gezeichnet kriege, so passiert ist. Und das natürlich, und das ist das Entscheidende, deswegen finde ich, geht es gar nicht so wahnsinnig um künstlerische Darstellung. Ich finde, das verschleiert so ein bisschen die Debatte, sondern es geht darum, dass da zwei Frauen vorgeführt werden, die nicht Prostituierte sind oder zumindest nicht in diesen Love-Mobilen arbeiten. Was sie genau sind, weiß ich ja bis heute nicht. Und das finde ich
dann fühle ich mich betrogen, auch als Zuschauer. Wo liegt denn der größte Schaden? Naja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Frau Lehrenkraus das so klar ist. Ich finde, das ist ja auch, das rechne ich ihr auch hoch an. Sie hat es ja auch sofort alles eingeräumt und sie hat es zugegeben und sie hat auch gesagt, dass sie das hätte anzeigen müssen. Und das finde ich ist ein großer Wert von ihr. Ja? Und sie hätte ja auch sagen können, nö, habe ich immer behauptet, sie hat das alles eingeräumt. Ich weiß nicht, ob ihr so klar ist, und das ist natürlich was, mit dem ich mich schon wahnsinnig lange beschäftige, dass dieses Thema Glaubwürdigkeit gerade jetzt so wahnsinnig wichtig ist. Und wir so, auch als öffentlich-rechtliche Sender, auch ich als Person, ja, was kämpfen wir um dieses Thema? Wir hatten einen amerikanischen Präsidenten, der mit Fake News um die Ecke gebogen ist. Es geht die ganze Zeit immer darum, was ist wahr, was ist nicht wahr, was könnt ihr uns glauben? Das ist so ein wahnsinnig wichtiger Punkt in der Gesellschaft, gerade auch für den Zusammenhang der Gesellschaft, dass man irgendwie sagt, okay, hier bieten wir irgendwo Orientierung. Und ich habe überhaupt nichts gegen Kunst und gegen Fiction und gegen Traum und gegen schöne Bilder. Das ist alles toll, aber es muss irgendwo was Verlässliches geben, wo ich weiß, das, was ich da sehe, das kann ich auch für bare Münze nehmen. Und das ist echt unser Hauptpfund in den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist echt beschädigt. Und damit beschädigt sie auch ganz viele andere Dokumentarfilmer, die sich wahrscheinlich 100.000 Jahre bemüht haben, ordentliche Protagonisten zu finden. Oder Journalisten, die sich bemühen. Und das ist echt ein schwerer Schaden. So. Herr Lambi, fühlen Sie sich beschädigt? Ich fühle mich in dem Verhältnis zum Publikum beschädigt. Oder das Publikum zu uns. Ich würde gerne ein bisschen ausholen. Also was da passiert ist, wir reden über eine Kunstform, Film und Dokumentarfilm. Und es ist eine Sprache, die wir sprechen. Also Film ist Sprache. Und Film gibt es seit 130 Jahren, Dokumentarfilm gibt es seit 100 Jahren. Und natürlich entwickelt sich diese Sprache weiter. Und das Publikum muss sich darauf verlassen, dass wir korrekt sprechen, dass wir uns um Präzision bemühen. Und wir müssen uns darauf verlassen können, dass das Publikum uns versteht. Nur so entsteht dieses Verhältnis. Nur so können wir Filme fürs Kino oder fürs Fernsehen machen. Und dieses Verhältnis, was die Sprache als Link zwischen den Machern und dem Publikum betrifft, ist gestört. Da gibt es dann dieses Misstrauen. Haben die sich wirklich um eine korrekte Ausdrucksweise bemüht? Und dieser Film Lovemobile ist alles andere als eine korrekte Ausdrucksweise. Und meine Sorge ist, dass man uns dieses Misstrauen künftig entgegenbringt. Und das ist ein Schaden, und zwar ein ganz erheblicher Schaden. Sie hatten schon angekündigt auszuholen, aber ich würde gern von Frau Binninger wissen, muss der Dokumentarfilm an seiner Sprache arbeiten? Wo muss er da arbeiten? Ich glaube, er muss nicht an seiner Filmsprache arbeiten, denn die ist extrem reich. Der Dokumentarfilm ist für uns so ein wunderbares Genre, weil er ja in alle Richtungen schillert. Also Dokumentarfilm kann experimentell sein, kann essayistisch sein, kann puristisch beobachtend und so weiter sein. Und er kann eben auch hybrid sein. Ich glaube nicht, dass man daran arbeiten muss. Es gibt da eine sehr elaborierte Filmsprache. Aber man muss an der Kommunikation arbeiten. Ich glaube, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen den Überblick verschaffen zum Thema Dokumentarfilm, damit wir auch ein bisschen auseinanderhalten können, wovon wir hier reden, Dokumentarfilm oder Dokumentation. Klar ist, dass die Anwesenheit einer Kamera eine Situation immer verändert. Ich merke das übrigens auch gerade. Menschen verändern ihr Verhalten. Aber der Dokumentarfilm hat das Ziel, möglichst dicht an der Realität zu bleiben. Das hat eine sehr lange Tradition und es ist nicht einfach nur Kamera draufhalten. Und es scheint einen gewaltigen Unterschied zu geben zwischen diesem künstlerischen Dokumentarfilm und dem journalistischen. Und wir haben mal ein paar Unterschiede rausgearbeitet. Dokumentarfilme, für viele die größte Kunst. Prägend für dieses Genre waren amerikanische Filmemacher der 60er Jahre. Ganz vorneweg D.A. Pennebaker, der mit diesem Film über den jungen Bob Dylan Maßstäbe setzte. Die Kamera beobachtet nur, nah dran, so authentisch wie möglich. Erlaubt ist nur minimale dokumentarische Regie. Der Autor darf Licht setzen und Handlung wiederholen lassen. Meist gibt es nicht einmal Sprecher. Alle Gedanken kommen von den Protagonisten selbst. Eindrücklich wirkt das in dem Film Anna San über japanische Apnoe-Taucherinnen. Ganz anders der künstlerische Dokumentarfilm. Er ist weitaus freier, beobachtet nicht nur.
Der Regisseur Andres Feil begleitet in die Spielwütigen angehende Schauspieler. Die folgende Szene gibt es nur, weil er die Schauspielschülerin gebeten hat, ihren Eltern einen wichtigen Monolog vorzuspielen. Und wir schreiben uns ja auch immer mal wieder. Hilfe! So entsteht ein Blick in eine Familie. Sehr schön. Solche Eingriffe sind im Autorenfilm erlaubt. Doch nur wenige gehen so weit wie Werner Herzog, der von ekstatischer Wahrheit spricht und meint, dass er ganze Szenen erfunden hat. Hier etwa halten angeblich russische Dorfbewohner sehnsüchtig Ausschau nach der mythischen Stadt Kitisch, die in diesem See versunken sein soll. Schwindel. Herzog hatte ein paar Betrunkene aus der Dorfkneipe gebeten, sich aufs Eis zu legen. Das berichtet er in Interviews und legt damit, ganz transparent, die Inszenierung offen. Im Film This Ain't California erzählt der Regisseur Martin Persil emotional von jungen Skatern in der DDR. Ich erinnere mich nur, dass plötzlich ein rothaariger Junge auf dem Garagenhof stand und mitspielen wollte. Was war Dennis? Der Zuschauer denkt, er begleitet diese Jungs nun durch das Ostberlin der 80er Jahre. Bis dahin waren wir immer nur zu zweit gewesen. Das ist Dirk, das bin ich. Der Regisseur gibt zwar an, dass der Film auch fiktive Szenen enthält, doch das Publikum kann kaum erkennen, was echt ist und was nachgestellt. Dagegen gibt es bei Love Mobile gar keine Transparenz über fiktive Szenen oder den Einsatz von Darstellern. Die Cutterin Irem Schwarz, die darauf aufmerksam machte, findet das hochproblematisch. Denn viele Zuschauer glaubten an die Wahrhaftigkeit des Dokumentarfilms. Wenn dieses Vertrauen missbraucht wird und man hat dann einen Film, der eine Täuschung darstellt, dann geht auch gleichzeitig das Vertrauen verloren in die Berichterstattung oder in alles, wo irgendwo Doku davor steht. Und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, sagt Irem Schwarz, die Editorin von Love Mobile. Aber auch Elke Lehrenkraus hat auch im Interview gesagt, dass sie sich dringend eine Diskussion darüber wünscht, was über Authentizität und über Echtheit. Wenn wir jetzt mal absehen von dem Einsatz von Darstellerinnen, wo ich hier aus der Runde mitgenommen habe, das geht ohne Kennzeichnung auf jeden Fall gar nicht. Wie sieht es eigentlich aus? Darf der Dokumentarfilm mit inszenierten Handlungen arbeiten oder mit Dialogen, die ein bisschen angeschoben werden? Wo ist denn, also ich verstehe das noch nicht, wo die Grenze ist, Frau Binninger. Die Grenze ist wahnsinnig schwer zu definieren und die definiert jeder Filmemacher und jede Filmemacherin im Grunde selbst. Es ist, wir reden hier von Autorinnenfilm. Das heißt, ich nutze bestimmte filmische Mittel, aber solange ich dokumentarisch arbeite, gibt es immer noch eine Referenz auf eine sogenannte vorfilmische Realität. Und ich muss immer ausmitteln, wie sehr beziehe ich mich, auf welchen Pol begebe ich mich. Die Referenz auf die vorfilmische Realität, das klingt zu kompliziert. Also muss es auch nachprüfbar sein oder reicht es, wenn ich mir eine Referenz schaffe? Also ich recherchiere, ich begebe mich hinein in ein Milieu, an einen Ort. Ich recherchiere, ich gucke mir das an und dann entscheide ich, welche Art von Film werde ich machen. Und das beinhaltet eine Verabredung auch mit einer Redaktion. Und natürlich lege ich dann mein Verfahren fest. Das hängt davon ab, auch wie viel kann ich überhaupt drehen. Es gibt Stoffe, da ist das Direct-Cinema-Verfahren obsolet, weil ich das einfach nicht bekomme. Können Sie das auch nochmal erklären, das Direct-Cinema-Verfahren? Das Direct-Cinema-Verfahren behauptet, es gäbe sozusagen die Fliege an der Wand. Das heißt, es ist ein möglichst eingriffsloses Verfahren. Das als wäre die Kamera nicht da. Als wäre, man sagt dann auch, er tut so, als wäre die Kamera nicht da, was natürlich meistens nicht so richtig funktioniert. Aber dennoch ist es ein Verfahren, das nicht interveniert. Es versucht, die Realität so aufzuzeichnen, wie sie sich abspielt. Aber so wie Sie es jetzt schildern, ist es der Dokumentarfilm nicht verpflichtet, nachprüfbar zu halten, was vorher recherchiert wurde, oder? Die Nachprüfbarkeit ist nicht unbedingt ein Kriterium. Also die ist für mich ein Kriterium. Ich muss vor mir selber bestehen, ich muss vor den Zuschauern bestehen. Und ganz wichtig, ich muss auch vor meinen Protagonistinnen bestehen. Das heißt, ich mache da in viele Richtungen, gebe ich Versprechen ab, gehe Vereinbarungen ein über das Produkt, das ich herstelle. Und da liegt meine Verantwortung, hier sauber zu arbeiten. Das heißt, ich kann nicht Protagonistinnen erzählen, dass sie sich in einer spielfilmhaften Anordnung bewegen. Und dann gebe ich das als Dokumentarfilm aus. Herr Lambi, gehen Sie damit? Ich
glaube, es ist im Kern sehr einfach. Doku als Überbegriff, Dokumentation, Dokumentarfilm, ist gleichermaßen Gütesiegel wie Unterscheidungsmerkmal. Und wenn ich was Doku nenne, dann gibt es das Kriterium, es muss überprüfbar sein. Und wenn es nicht überprüfbar ist, dann muss der Zuschauer, die Zuschauerin eine Chance haben, den Unterschied zu erkennen zwischen Doku und Fiktion. Jetzt sagt Frau Lehrenkraus ja auch, dass sie Sorge gehabt hätte, wenn sie es, das ist ja auch nur ein Wenn-Dann, wir können es schlecht überprüfen, aber dass sie Sorge gehabt hätte, dass, wenn sie offengelegt hatte, dass es sich um Darstellerin gehandelt hat, dass ihr der Film dann weggenommen wäre. Ich glaube, so hat sie es formuliert. Wäre das denn so gewesen, Anja Reschke, kann man dazu was sagen? Naja, also was heißt weggenommen, das weiß ich sowieso nicht, was sie damit meint. Natürlich ist dieser Film für den Dokumentarfilmplatz. Und der Dokumentarfilmplatz bei uns hat das Versprechen, dass es, wie Sie es so gerade so schön gesagt haben, ein journalistisch oder ein, wie soll ich sagen, nachprüfbares, recherchiertes Produkt ist, was die Wirklichkeit, was wir auch immer als Wirklichkeit dann bezeichnen, darstellt. So. Wenn sie jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, Mensch, Timo, was soll ich machen? Die gehen nicht vor die Kamera, ich musste das nachstellen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir dann gesagt hätten, ja nee, gut, dann hauen wir das in die Tonne und senden was anderes, weil man steckt ja da auch Arbeit rein. Ja? Da ist ja nicht nur Geld, auch Arbeit, das ist ja jahrelang begleitet worden. Ich nehme an, man hätte schon eine Lösung gefunden. Also das ist natürlich eine andere Form, aber wir senden ja auch solche, also wir senden ja auch Dokudramen, wir senden ja sogar in Magazinbeiträgen selbstverständlich Graphic Novels, wir senden nachgestellte Szenen, also man kann ja von bis machen, man hätte sogar diesen Film so senden können und wenn man hinten drauf geschrieben hätte, ist keine Ahnung, von Darstellern nachgespielt, nach Recherchen der Autorin, dann wäre das auch gegangen, nur zum Beispiel hat die nicht mal Rechercheberichte. Also ich weiß gar nicht, ob sie recherchiert hat. Ich nehme das jetzt an oder hoffe das, aber das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das so abläuft auf diesen Straßen da. Also wäre das noch ein journalistisches Produkt gewesen? Wenn wir hinten drauf geschrieben hätten, das ist nachempfunden. Naja, ich habe schon drüber nachgedacht, mit was ich das vergleichen soll. Ist dann The Crown eigentlich auch was Dokumentarisches, auch echten Szenen nachempfunden, ist eine ganze Serie über das britische Königshaus. Ich nehme an, dass relativ viel davon auch sich so abgespielt hat und vieles ist fiktiv nachinszeniert, aber niemand würde auf die Idee kommen, das als dokumentarisch zu bezeichnen. Aber sie hat im Interview erzählt, dass sie 2 Jahre lang recherchiert hat und ich finde das durchaus glaubhaft und sie hat auch dokumentarisches Material erstellt. Das heißt, es gibt eine Referenz zur Wirklichkeit. Aber das wissen wir nicht, ne? Wir wissen das nicht. Es gibt nicht mehr, sie hat keine einzige Recherche. Also Recherche alleine ist ja jetzt auch kein Kriterium. Also selbst Spielfilm-Drehbuchautoren recherchieren. Mhm. Und zu der Frage, darf man das? Ich glaube, man darf fast alles im Dokumentarfilm, solange es nochmal überprüfbar ist oder der Zuschauer eine Chance hat, den Unterschied zu erkennen. Wir sollten aber nicht aus dieser Sendung gehen und denken, oh, das darf man nicht. Ja. Deshalb ist mir das mit der Filmsprache so wichtig. Heute ist die Filmsprache eine völlig andere als vor 30, 40 Jahren. Die entwickelt sich weiter und sie muss sich weiterentwickeln. Und man kann wirklich alle Genre-Elemente auch von anderen Genres nutzen, wenn man bestimmte Aussage treffen will. Solange, aber können Sie mir mal ein Beispiel geben? Solange es echte Menschen in echten Situationen sind und wenn es das nicht ist, muss man es auf welche Art auch immer kennzeichnen. Aber können Sie mir mal ein Beispiel geben? Sie machen das ja auch schon ein paar Tage. Hatten Sie mal eine Begebenheit, die Sie darstellen wollten, wo klar war, da können Sie mit der Kamera nicht hin oder es hatte schon stattgefunden, wo Sie sich ein anderes Stilmittel überlegt haben und wie sind Sie dann damit umgegangen? Gerne. Also manchmal geht es um Gedanken, die man mit klassischen filmischen Mitteln nicht transportieren kann. Ich habe vor 3, 4 Jahren einen Film für die ARD gemacht, Nervöse Republik. Und dann kam ich auf die Idee, eine Lithografie von Paul Weber zu zeigen, das Gerücht. Also das ist kein klassisches filmisches Mittel. Da könnte man auch sagen, das ist inszeniert. Und ja, es ist inszeniert. Aber ich glaube, ich muss noch nicht mehr insertieren, Achtung, eine Lithografie. Das versteht der Zuschauer, die Zuschauerin von selbst. Weil es so offensichtlich ist. Und das ist der Unterschied zu Filmen wie Love Mobile. Da ist, sagen wir, die Inszenierung vielleicht offensichtlich, aber nicht die Täuschung. Weil sonst wäre es ja keine Täuschung. Also man muss filmische Mittel nutzen, um auf die Wahl hinzuweisen, wenn sie denn von dem puristischen Ansatz abweicht. Und das ist bei Love Mobile nicht geschehen, sondern er hat den Eindruck erweckt, die Kamera wäre dabei, während solche Situationen passieren.
Und im Übrigen nicht nur, dass die Darstellerinnen sich an die Regieanweisung der Autorin gehalten haben, sondern die haben ja selber improvisiert. Das heißt, die kam, das sagt die Autorin inzwischen in einem Interview, da kam die Darstellerin auf die Idee, einen Text zu improvisieren, wie die sich vorstellen, wie die Lage der Prostituierten ist. Also wie soll ich denn auf die Idee kommen, dass das jetzt nicht mehr die Autorin ist, sondern dass es Darstellerinnen sind? Also das verschwimmt ja völlig. Ich glaube, was den Film angeht, habe ich hier auch eine große Einigkeit wahrgenommen in der Runde. Ich habe trotzdem noch nicht verstanden, die genaue Abgrenzung zwischen dem journalistischen Dokumentarfilm, also zwischen dem künstlerischen Dokumentarfilm, der nicht alles im Einzelnen nachweist, und dem journalistischen Dokumentarfilm, über den ich ein bisschen mehr sagen kann, weil man eben alles Recherchierte nachweisen muss. Wo hat der künstlerische Dokumentarfilm noch, hat der da seinen Platz? Also klar, man kann ja, wie Herr Lambi schon sagte, man kann alles senden. Natürlich, man muss es nur klar machen. Also ich finde die Unterscheidung auch irgendwie wahnsinnig akademisch gerade, sondern es ist doch ein klares Versprechen. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit Gefäßen zu tun, in denen wir was senden. Also wenn Sie jetzt sagen, wir machen all die Begriffe, die Sie gerade sagten, mit künstlerischer Dokumentarfilm, da hatten Sie noch einen anderen Begriff, den Budo nachgefragt hat, den kann ich gar nicht wiederholen gerade, dann sind das tolle Diskussionen für Hochschulen, für Filmfestivals, total spannend, ja, absolut. Das ist so, als würde ich ein expressionistisches Bild in einer Ausstellung sehen, aber das ist ja was anderes, als wenn ich es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeige. Da muss ich dann schon sagen, okay, das ist jetzt ein Platz hier. So, da kann ich ja, ich habe eine bestimmte Erwartungshaltung auch in einem Gefäß, was ich angucke. Und deswegen habe ich in erster Linie mein Publikum zum Bedienen. Und diesem Publikum zu sagen, die wissen, wenn sie um 20.15 Uhr am Sonntag den Tatort angucken, dann ist das Fiktion. Oder wenn sie, keine Ahnung, Panorama angucken, dann sind das eben recherchierte Beiträge. So, das sind ja Versprechen von Gefäßen. Und wenn eben etwas Dokumentarfilm heißt, erwarten die Zuschauer und übrigens auch die Macher, dass das ein recherchierter, überprüfbarer, wahrer Dokumentarfilm ist und kein Kunstfilm. Und wenn wir einen Kunstfilm machen wollen, müssten wir ihn so labeln. Macht ja nichts, kann man ja machen. Das sind aber schwierige Begriffe, also zu sagen, ein wahrer Dokumentarfilm. Also Dokumentarfilm kann künstlerische Mittel einsetzen und Dokumentarfilm kann und darf auch Realität sozusagen überformen mit künstlerischen Mitteln. Aber das machen wir ja sogar, also ganz ehrlich, künstlerische Mittel einsetzen, hat ja Herr Lambi gerade gesagt, das müssen wir ja sogar in Magazinbeiträgen machen, weil ich ganz oft nicht das darstellen kann, was sich gerade zwei Politiker irgendwo gesagt haben und ich nur eine Außentotale von einem Haus habe und dann muss ich halt, weiß ich nicht, eine Graphic Novel darauf setzen oder ich muss sagen, nachgestellte Szene. Das ist doch normal. Also aber die Wahrhaftigkeit misst sich ja nicht daran, ob es jetzt eine 1:1 Abbildung ist oder ob diese Mittel eingesetzt wurden. Also wir reden ja darüber, ab wann muss man kennzeichnen und was ist lauter und was ist nicht lauter. Und das ist halt, ein hochkomplexes Feld. Naja, der Begriff künstlerischer Dokumentarfilm ist für mich tautologisch, weil ich gehe davon aus, dass Dokumentarfilm eine Kunstform ist. Ja. Mhm. So, deshalb finde ich, also ich weiß, dass der Begriff in der Branche kursiert, aber ich habe mein Problem damit. Und natürlich muss ein Dokumentarfilm künstlerisch sein. Das ist genau das, was ich erwarte von einem Dokumentarfilm. Also ich möchte doch den Blick des Autors oder der Autorin auf Menschen oder Situationen erfahren. Es geht mir um diesen ganz persönlichen Blick. Mhm. Deshalb nochmal, alle künstlerischen Mittel sind nicht nur erlaubt, sondern willkommen, wenn es darum geht, diesen Blick auf den Punkt zu bringen und zu transportieren, sodass ich eine Chance habe, das zu verstehen. Und wenn ich diese Chance nicht habe, und zwar auf gar keine Art, dann werde ich getäuscht. Mhm. Aber das wird ja, nehme ich mal an, nicht auf den Schulen gelehrt. Wir wollten noch einmal auf eine Situation eingehen, die ja auch Frau Lehrenkraus beschrieben hat. Das ist eine Drucksituation für diejenigen, die das hauptberuflich machen. Wir wissen auch, der Film hatte eine Entstehungszeit von mehreren Jahren. Und diejenigen, die das hauptberuflich machen, stehen eben unter einem besonderen Druck. Die Frage ist auch, wie viele Sendeplätze haben diese Filme, die im Bereich Dokumentation laufen? Und wie sieht dieser Markt überhaupt aus? Take 1. Und bitte! Der Dokumentarfilm Die Königsdisziplin. Ein Höhepunkt auf Filmfesten. The prize goes to. The winner is. The prize goes to. Er nimmt uns hautnah mit zum Babyschwimmen. Oder zeigt uns nie gesehene Naturaufnahmen mit unendlicher Geduld gedreht. Action! Auch solche inszenierten Doku-Dramas gehören zum Dokumentarfilm. Doch kaum jemand ahnt, wie schwierig solche Produktionen sind.
die Finanzierung, der unermüdliche Einsatz der Teams. Selbstausbeutung fürs Produkt gehört zum Branchenalltag. Am Ende zählt das Ergebnis in Fernsehen und Kino. Dabei gehören DokumentarfilmerInnen in der Regel zum Prekariat im Filmbusiness. 85% von ihnen geben an, dass sie von ihrem Beruf nicht leben können. Diese Zahl nennt eine Studie der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm und des Grimme-Instituts aus dem Jahr 2019. Von den 7 deutschen Filmhochschulen drängeln jedes Jahr etwa 50 DokumentarfilmerInnen auf den Markt. Plus all die ohne Hochschulausbildung. Der Druck ist groß. Sie alle kämpfen darum, ihre Werke auch zeigen zu können in Kino und TV. Im Fernsehen gibt es viele Sendeplätze. Aber nur eine geringe Wertschätzung für Dokumentarisches, kritisiert die Studie. 2017 waren von allen Sendungen in der ARD nur 2,5% Dokus in allen Schattierungen. Gäbe es nicht Dreisat und Arte, sähe es düster aus. Die beiden Kultursender zeigen doppelt so viele Dokumentarfilme wie ARD und ZDF. Zu wenig Förderung des Dokumentarfilms und viel zu weit hinten im Programm, hält die Studie dem Fernsehen vor. Mehr als ein Drittel aller Dokumentarfilme in ARD und ZDF laufen nachts nach 23 Uhr. Auch das Sehverhalten hat sich verändert. Beim Kinopublikum kommen Doku-Mischformate besser an. Und beim Fernsehen muss ein Dokumentarfilm heute in knapp 60 Minuten alles fesselnd erzählt haben. Der abendfüllende Dokumentarfilm hat kaum noch eine Chance. Action! Lovemobile war jetzt auch der erste große Film der Regisseurin bzw. Autorin. Und die war dann auch alles gleichzeitig. Sie hat, glaube ich, sie war Autorin, Produzentin, Regisseurin. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie Rucksackproduzentin war und das bedeutet, dass sie sich um alles selbst gekümmert hat. Das heißt, sie hat sich um die Finanzierung gekümmert und sie hat auch die Last dieser Arbeit gespürt. Das heißt, sie hat einen Film gemacht, der unterfinanziert war, der hatte Förderung, der hatte einen Koproduktionsanteil vom Sender. Aber für dieses Geld ist er nicht herstellbar. Das heißt, sie hat unter selbstausbeuterischen Umständen gearbeitet. Und sie hat das komplette Risiko auf ihren Schultern getragen. Und das ist ein bisschen viel auf einmal. Da muss ich jetzt natürlich komplett gegenhalten. Mich ärgert auch dieser Einspielfilm. Weil erstens mal, sie wollte keinen Produzenten. Zweitens mal, sie wollte mit niemandem zusammenarbeiten. Drittens. Wissen wir das? Ja, das sagt sie ja selber. Wir haben es ja mehrfach gefragt. Es gab ja sogar die Angebote, übrigens mit Steuerung F zusammenzuarbeiten. Das wollte sie auch nicht. So. Sie sagt im Interview, sie hätte mehrere gefragt und alle hätten abgelehnt. Alle Produzenten haben abgelehnt. Mhm. Aber es gibt ja noch was Größeres. Nee, ich muss ganz kurz, weil mich das jetzt so ein bisschen ärgert. Also sie ist sozusagen, der Film ist unterfinanziert, behaupten Sie. Ich muss jetzt mal ganz kurz, also ich kann keine Summe nennen, weil das unter Stillschweigen dieser Verträge ist. Ich kenne aber die Summe. Wir haben einen Filmbeauftragt von 50 Minuten Länge. Es wird ein Budget mit der Autorin verhandelt. Die sagt, ich brauche dafür, dann verhandelt man es ja zusammen, ich brauche dafür so und so viele Drehtage. Dieser Film findet statt in Gifhorn, also bei ihr vor der Haustür. Sie wohnt in Hannover, also in Niedersachsen. Wir haben jetzt also keine großen Reisen. In einem relativ kleinen Gebiet mit relativ wenigen Protagonisten. Sie hat damals, als sie angeboten hat, diesen Film zu machen, wollte sie ihn innerhalb eines Jahres drehen. Dass sie 5 Jahre gebraucht hat, war ihr Problem, war ihr Ding. Niemand hat gesagt, dass man für diesen Film 5 Jahre braucht, sondern sie hat um Verlängerung gebeten. Sie hat gesagt, okay, ich möchte diesen Film länger machen. Wir haben Geld hinterher geschossen. Also ich finde die Erwartung zu sagen, okay, wenn jemand mit seinem, mein Eindruck ist, der Druck war der, dass sie ihren Film nicht fertig gekriegt hat. Und das gibt es, ja. Ich habe das schon tausendmal selber können. Erlebt, dass man es nicht schafft oder dass man irgendwie mit seinem Produkt nicht fertig wird. Und das ist auch okay und sowas kann passieren. Aber ich finde nicht, dass man diese Verantwortung dem Sender übergeben kann. Der Film ist absolut in Ordnung bezahlt gewesen. Ich finde es jetzt schwierig, über sie zu sprechen, wenn sie nicht dabei ist und sie jetzt nichts dazu sagen kann. Aber gibt ja, weil es Frau Bindinger gerade sagte, der Film ist unterfinanziert. Vielleicht deshalb meine Frage, sind diese Filme in Ihrer Sicht generell unterfinanziert oder wie sehen Sie das? Jetzt abgesehen vom konkreten Werk. Die sind
Also Dokumentarfilme sind in Deutschland generell schlechter finanziert als in anderen Ländern, das wissen wir. Und speziell Debütfilme finden oft unter ausbeuterischen Bedingungen statt. Aber das Interessante ist doch an dem Beitrag, dass da gesagt wird, Dokumentarfilmerinnen beuten sich aus und leben im Prekariat. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Aussage in einem Beitrag des Norddeutschen Rundfunks, überhaupt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, hören würde. Und freue mich darüber. Das zitiert ja die Fritz-Wolf-Studie. Nee, das ist schon davor. Und freue mich darüber, dass diese Erkenntnis auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ankommt. An dem Befund können ja eine Menge Leute was ändern. Nicht zuletzt auch die Dokumentarfilmerinnen selbst. Aber natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Insofern wäre ich froh, wenn jetzt Lavmobil einen Anlass bietet, um über diese Arbeitssituation, Produktionsbedingungen zu sprechen. Also ich glaub, man muss auch noch dazu muss ich leider auch noch mal was sagen. Ich finde diese Aussage zu sagen, 85% arbeiten im Prekariat. Ich nehme an, wenn wir gucken würden, wie viele Schauspieler arbeiten im Prekariat, wie viele Maler arbeiten, wie viele Schriftsteller, wie viele Musiker, das ist ja keine Aussage. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann ja nicht alle Menschen, die sich entschieden haben, Dokumentarfilmer zu werden, finanzieren. Ich möchte diese Aussage eben einordnen. Im Film ist ganz klar, es wird zitiert, eine Studie, die ist in Auftrag gegeben von der AEG Doc, und gefragt wurde nicht, es wurde nicht das Gehalt abgefragt, sondern die Selbsteinschätzung. Lebe ich im Prekariat oder nicht? Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Ich glaube, das muss man hier noch mal sehr genau festhalten. Und ich fände es jetzt eigentlich auch fair an dieser Stelle, wenn wir mal kurz darüber reden würden, dass wir ja gerade einen Abschluss hatten. Sie waren dabei, ja? Der wirklich ein dickes, also das ist ja über die letzten Monate und Wochen und Jahr verhandelt worden und Sie saßen bei mindestens 20 Verhandlungstagen am Tisch, ein dickes Paket, in dem man genau Probleme, die aufgetreten sind, nachverhandelt hat, dass schwere Recherchen zu 50% mehr Budget kriegen jetzt, dass Treatments anders bezahlt werden, dass es eine Rechtssicherheit gibt für die Dokumentarfilme. Also es ist ja seit dieser Studie massiv nachgelegt worden. Also das heißt, ich finde jetzt so zu tun, als würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch Lavmobil plötzlich darauf aufgemacht werden, dass ein ausbeuterisches System ist, wo sozusagen wir gerade betrogen wurden, finde ich jetzt so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr. Die Rede war ja aber auch von Selbstausbeutung. Ich möchte nur jetzt, weil ich die Uhrzeit im Blick habe, auf einen Punkt kommen, den ich für eminent wichtig halte, wenn wir nämlich auch einlösen wollen, wie wir unsere Sendung genannt haben. Lehren aus Lavmobil. Es gab schon andere Fälle im Journalismus, im Printjournalismus, kennen wir alle. Der Name Relotius wurde in der Berichterstattung über diesen Film Lavmobil, ich weiß nicht wie oft, genannt. Was ich noch gerne fragen möchte, ist, wie kann so etwas, was jetzt passiert ist, was von allen eindeutig als Fehler wahrgenommen wird, in Zukunft möglicherweise besser verhindert werden. Jetzt wurde eben schon genannt, sie hat alles gleichzeitig gemacht. Vielleicht ist es auch nicht so eine gute Idee. Gibt es weitere Ideen, um sowas in Zukunft zu verhindern? Das geht an uns, ja? Also an die öffentlich-rechtlichen Sender. Das ich habe so mich bisschen gerade umgeguckt, wer antworten möchte. Ja, also mich würde wirklich interessieren, wie die Dokumentarfilmszene gedenkt, solche Probleme zu lösen. Weil in erster Linie ist dieser Film, man kann natürlich sagen, okay, wir waren zu doof, zu naiv, wir hätten noch viel mehr hingucken sollen. Und natürlich macht das was mit uns als Redaktion. Und natürlich werden wir jetzt sagen, Mensch, ja, vielleicht müssen wir auch gerade Leute, die ihren ersten Film machen, noch enger begleiten oder vielleicht noch mehr Leute dahin. Ich möchte überhaupt kein Kontrollsystem einführen, grauenvoll. Wir müssen Fernsehen zusammen machen. Wunderbar. Ich möchte mutige Filme machen. Ich möchte nicht den Leuten nachrecherchieren müssen und nachtelefonieren. Das finde ich schrecklich, die Vorstellung. Also, aber ich würde mich gerne darauf verlassen, dass das, was angeboten wird, auch... Jetzt soll Herr Lambi noch mal zu Wort kommen. Was sagt? Alle, die diese Filme machen, in welcher Funktion auch immer, stehen unter Druck, unter Erwartungsdruck, auch unter wirtschaftlichem Druck. Egal, ob das jetzt graduell besser wird oder nicht. Aber der wirtschaftliche Druck ist natürlich total ungleich verteilt zwischen den Sendern und den Dokumentarfilmern. Ich glaube, das ist unstrittig. Und es hilft, dass diejenigen, die in der Redaktion sitzen, diesen Druck, vielleicht nicht den wirtschaftlichen, aber doch mindestens den Erwartungsdruck am eigenen Leib spüren, indem sie ab und zu selber mal einen Film machen. Und ich glaube, dann würde auch die Sensibilität für handwerkliche Fragen sich anders entwickeln. Ich weiß, dass Timo Großpietsch, das ist der Redakteur, der diesen Film betreut hat, ein prima Beispiel ist, weil das ist jemand, der Redakteur ist und Autor. Insofern ist es bizarr, dass ausgerechnet den das jetzt trifft. Also leider. Aber ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die Filme redaktionell bearbeiten, mehr verstehen von dem, was wir da eigentlich machen, auch im handwerklichen Sinne. Ich glaube,
Also unsere große Befürchtung ist, dass es jetzt eine Art Generalverdacht gibt. Also dass dokumentarische Filme so sehr Schaden genommen haben, dass die Glaubwürdigkeit beschädigt ist, weil das ist ja das, was passiert ist. Ich glaube, es muss einen angstfreien Raum geben für ein Gespräch zwischen denen, die Filme herstellen, denen, die die Filme beauftragen. Und man muss über die Bedingungen sprechen, unter denen diese Filme hergestellt werden. Also die mehr Gespräche. Ja, die Produktionsrealitäten sind Realitäten. Und deswegen müssen aber wir darüber reden. Aber Sie würden immer noch behaupten, dass dieser Film so geworden ist, weil der Druck zu groß war? Nein. Nein, ich glaube, das Film, ist das klar. Ist klar. Also, nein, diese ganze Diskussion um Produktionsbedingungen und niedrige Budgets, das ist das eine. Aber es rechtfertigt wirklich überhaupt nicht, was da vorgefallen ist. Das muss man ganz klar trennen. Ich würde das gerne als Schlusswort nehmen, Herr Lambi, dass das dadurch nicht gerechtfertigt ist. Ich habe aber den starken Eindruck, dass die Diskussion über alles, was eben noch angeklungen ist, noch nicht vorbei ist und fortgesetzt werden sollte. Ich danke aber für die sehr sachliche Diskussion. Inzwischen hat auch die AG DOC zu einer weiteren Diskussion eingeladen. Ich glaube, das ist sogar schon morgen. Dieser Film Love Movie bringt einiges in Bewegung. Leider nicht unbedingt für diejenigen, um die es nämlich ging, die Prostituierten an den Wohnmobilen in der Bundesstraße. Wenn Sie jetzt zu Hause noch Fragen haben, der NDR hat auf einer Seite alles zum Thema gesammelt, sollte jetzt hier eingeblendet sein. Hier im NDR-Fernsehen geht es jetzt weiter mit der Realität bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa, beim Publikum und dem realen Irrsinn, den die Kolleginnen von Extra 3 recherchiert haben. Viel Freude dabei.